Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ja, wir müssen oben leider noch einmal gegen den Typen antreten. Denn die Aufnahme war gerade mittendrin zu Ende. Ja, wenn ihr schon mal das eine oder andere Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass das bei mir öfter vorkommt. Weil die Platte dann voll ist, weil irgendetwas anderes dann stört. Ja, und jetzt stört uns der Supermutant. Wir konnten uns gerade ganz bequem da vorne hinstellen in der letzten Aufnahme. Es war vielleicht zu einfach und der Supermutant ist irgendwo stecken geblieben. Konnte uns gar nicht treffen, aber wir ihn schon. Es sah so ähnlich aus wie jetzt, nur dass er uns nicht treffen konnte. Aber diesmal kann er sich auch bewegen. Nein, diesmal haben wir es nicht so einfach. Ja, vielleicht war es einfach zu langweilig, zu einfach in der letzten Aufnahme. Deswegen hat der Computer das gemerkt und Cortana hat gesagt, nein, das machen wir nochmal. Die Zuseher wollen auch ein bisschen Action. Boah, aber das ist jetzt fast genauso wie vorhin. Er steckt da anscheinend irgendwo fest. Ah, die Meldung kam auch letztens schon. Oh, der bewegt sich. Bleib still, damit wir dich besser abschießen können. Der war daneben. Aber der hat gesessen. Okay. Ja, es war fast genauso einfach wie vorher. Die Kronenkorken und 5,56er Patronen nehme ich mit und dann gucken wir mal, was er so bei sich hatte. Kronkorken, Fusionszellen und 38er Patronen. Red Kakerlakenfleisch, Superhammer und Rückstoß, gedämpft, überladen, Lasergewehr. Ah ja, nehmen wir alles mit. Ansonsten haben wir schon geguckt, hier in diesen Kuriositäten-Türen ist nichts versteckt. Das war meine Maus gerade wieder. Die tickt auch manchmal rum. Ja, man muss aufpassen, man darf keine Cola oder Wasser oder Bier über die Elektrogeräte schütten. Danach verhalten sie sich seltsam. Nein, man soll die dann natürlich sofort abnehmen vom Rechner. Es kann einen Kurzschluss geben. Aber wenn man sowas mal hatte, dann... naja, ihr wisst schon, ist nicht gut. Dann Kronkorken, 44er Patrone und schwerer Laufmächtig 44er Pistole. Metallrüstung. Wobei ich glaube, mir ist das erst einmal passiert, dass mir irgendetwas über den Computer gelaufen ist, so über die Tastatur und die Maus so halbwegs. H-Klammerbox. 10mm Patronen, 3 Stück. Und hier ist noch ein Safe, ein Wandsafe. Ja, und die Tastatur und die Maus, wo das bei der, mit der das passiert ist. Oh nein! Die habe ich natürlich dann sofort. Ja, wie heißt, zu den Schrottsachen gelegt in den Keller. Kann sein, dass man die trocknen kann, aber ich will es nicht riskieren, einen Kurzschluss am Ende noch zu verursachen und dann größeren Schaden am Mainboard oder was zu verursachen. Also weg damit. Okay, 44er Patrone, 45er Patrone, Kronkorken, gedämpft, emailliert, Metallrüstung und taktisch mächtig 44er Pistole. Ich sollte im Kopf behalten, dass du das tun kannst. Ja, Preston, das ist eine sehr gute Idee. Ich bin absolut dafür, dass du das tust. Hier waren wir vorhin auch schon und haben alles eingesammelt, bevor die Aufnahme ausgegangen ist. Hier 5,56er Patrone, biometrischer Scanner und eine Sicherung. Impro-Repetierergewehr und... Ich glaube, die waren aber vorher nicht da. Die sind jetzt neu hier. Na gut, nehmen wir die Kronkorken, 308er Patrone, 45er Patrone und mit Taschen verschweißt Raider-Rüstung lassen wir alles da. Wie immer. Aber von ihm nehmen wir noch die Kronkorken, die 5,56er Patrone, 38er Patrone, die Karotte, Impro-Gewehr und die Kampfrüstung. Sehr schön. Aber mehr hat er dann auch nicht. Und aus der Munitionskiste können wir noch die 45er Patronen und die 38er Patronen mitnehmen. Ja, tatsächlich, die liegen jetzt alle hier. Die waren nämlich vorher da unten und da haben wir sie gerade erledigt, wollten plündern gehen und da war die Aufnahme zu Ende. Tut mir leid. Kronkorken, 38er Patrone, Impro, Automatikpistole. Ja, nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit, das können wir ja nachher abwerfen dann. Abgeworfene Sachen, die liegen dann ja sowieso hier in der Gegend rum für eine ganze Weile. Ich meine sogar für immer. Aber das kann ich nicht versprechen. Wenn das jemand weiß, ob die Sachen, die man abwirft, aus dem Pip-Boy rauswirft sozusagen, wenn das jemand weiß, ob die dann für immer da sind, na, das wäre mal interessant zu wissen. Doch, die, da unten sind immer noch welche. Das sind andere dann dort. Das sind die, mit denen die Supermutanten vorher beschäftigt waren.
Okay, dann werfen wir jetzt erstmal fleißig ab. Aus dem Inventar, mal sehen. Ja, vielleicht fangen wir bei der Kleidung an. Vielleicht reicht das nämlich schon. Wir dürfen jetzt natürlich nicht unsere Sachen abwerfen. Das könnte leicht passieren, weil man jetzt nicht so gut sehen kann, aber... Na, ich sehe schon, das klappt so. Lederrüstung kann noch weg, Raiderrüstung kann weg. Die Kampfrüstungen... Oh, des Wächters Lederrüstung Karnisch. Irgendwas mit Stern. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen. Hatten wir doch schon. Haben wir das nicht an der Abernathy-Farm alles gelassen? Ich dachte, doch. Ich dachte, so wäre es. Gurtzeug brauchen wir auch nicht. Na gut. Hilfsmittel. Ja, das behalten wir natürlich. Hilfsmittel. Waffen vielleicht. Ist da denn irgendwas bei... Ja, der Superhammer. Oh, noch ein Superhammer. Den Vorschlaghammer, den brauchen wir eigentlich nicht. Der ist nur ziemlich schwer. Den Superhammer, den nehmen wir mal mit. Die Planken können wir noch abwerfen. Ach, das Institutgewehr, das wollten wir ja unbedingt mal ausprobieren. Ah, wir können schon wieder ordentlich einsammeln. Vielleicht testen wir das jetzt mal an den Raidern da unten. Wer ist da? Das sage ich Mach's nicht. Los, Jungs, da ist nichts. Jetzt gehörst du mir, Mann. Das friert ja gar nicht ein. Ich denke, er friert ein. Glaubst du etwa, du kannst dir gefallen? Au! So ein Spielchen mit dir spielen, was? Lasst euch genauso schnell töten wie vorher. Wieder ein Sieg für die Minutemen. Waren das alle? Waren das schon drei? Alles mit und werfen gleich wieder alles ab. Das ist ja noch schlimmer, als nur das mitzunehmen, was man wirklich braucht. Aber das hier ist gut. Eine Rüstungswerkbank. Sehr schön. Und eine Chem-Kiste mit Kronkorken drin. Jet und Psycho. Ja, dann zerlegen wir hier doch mal gleich was. Die Kampfrüstung behalten wir natürlich. Aber die Metallrüstungen, die können wir verwerten. Die Raiderrüstung auch. So, das war's schon. Warum werden wir hier jetzt rein? Naja, wir sollen wieder nach unten und dann die nächste Mission. Diese Mission sollen wir dann eigentlich beenden. Aber wir gehen sofort über in die nächste Mission. Da war eigentlich auch eine Frau dabei beim letzten Mal. Haben wir die schon? 45er Patrone, 5 56er Patronen und 5 mm Patronen. Und hier haben wir den Raider Ödländer mit Kronkorken, Kaliber 50, 38er Patronen, Impro-Gewehr. Aha. Na, das nehmen wir jetzt sowieso alles mit. Können wir sogar. Okay, und dann geht's zum nächsten Auftrag. Der da wäre Quartiermeister. Genau. Die Reinigung des Commonwealth haben wir jetzt erstmal für Ritter Rice wieder abgeschlossen. Was ist mit dem Ghoul-Problem? Ja, da müssten wir nur noch mit Preston Garvey sprechen. Aber das lassen wir mal. Quartiermeister. Ah, C. Zusammenfassung zeigen. Ach so. Gelehrte Heilen hat mir die Mission erteilt, etwas Technologisches an einem bestimmten Ort für Sie zu holen. Ich muss dorthin und das Artefakt finden, es ihr dann unversehrt bringen.
Berge die Flux-Sensor-Technologie aus Gutshof West Everett. Dann sind dort, was waren da denn für Leute? Da haben wir auch was drüber gehört. Da waren dann die Leute, die ja andere Leute verbrannt haben. Sind wir da nicht ganz in der Nähe? Wo sind wir denn? Ich sehe gerade nicht, wo wir sind. Ach, hier ganz unten. Nee, wir sind überhaupt nicht in der Nähe. Oh, das heißt, wir werden zur Tucker Memorial Bridge schnell reisen. Da können wir noch ein bisschen Öl einsammeln und von da aus gehen wir dann, ja, ich weiß noch nicht ganz genau, aber ich denke, wir könnten am Gutshaus, Taffington Gutshaus, könnten wir, Bootshaus meine ich, könnten wir vorbeigehen. Ja, dann müssten wir wieder bei einem Supermutanten-Krankenhaus da vorbei. Wir schwimmen einfach durch den See vielleicht. Okay, Öl ist wieder da, das nehmen wir mit, Benzinkanister. Ja, okay, wir gehen aber erstmal Richtung Taffington Bootshaus gleich, also da lang. Nachdem wir hier die Benzinkanister und die Bombe da hinten eingesammelt haben. Das ist ja auch gut hier. Mit dem Benzin immer auf der Brücke. Ja, wir gehen, wollte ich noch sagen, wir gehen zurück zum Taffington Bootshaus. Da können wir dann ein paar Sachen ablegen. Wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt. Ja, diesmal können wir den Einkaufskorb auch ruhig mitnehmen. Wir wollen ja eh gleich ablegen alles. Den Pilz hier. Sonst war hier doch nichts mehr, meine ich. Ach so, ja, Nvidia wollte ich noch sagen. Nvidia hat einen neuen Treiber rausgebracht für die Grafikkarte. Und kaum war er installiert, wollte ich erst auf Optimieren, Fallout 4 Optimieren klicken und habe ich gesehen, oh, ihr System ist gar nicht zugelassen hier, ihr erfüllt die Minimalleistung überhaupt nicht. Hä? Das ist alles auf Ultra gestellt hier und eigentlich geht's doch. Ja gut, wenn ich gleichzeitig Render hochlade und mir noch ein Video angucke gleichzeitig, dann ruckelt's etwas, das hatten wir ja schon. Aber eigentlich läuft doch alles so auf höchsten Einstellungen. Ich weiß gar nicht, was der neue Treiber bewirkt. Kennst du die Farm, die von Gulen bestellt wird? Wahnsinn, oder? Also nur, wenn da jemand Probleme mit haben sollte, ihr seht ja, es läuft. Trotz höchster Einstellungen. Da ist der neue Treiber, der lügt vielleicht. Was wurde denn jetzt gerade hier erschossen? Das lag auch mal woanders. Ach so, so eine blöde Blutkäfermücke. Blutkäferfleisch und Rüssel nehmen wir mit. Sollen wir nicht einmal hier rumrennen und alles ernten, was zu ernten ist? Scheint wirklich was zu werden. Ach, und wo wir jetzt einmal da sind, gucken wir noch, ob wir ein paar Anziehsachen bekommen. Für unsere Siedler hier vor allem. Ich denke, wir brauchen sowieso... Ups, hat er was verloren? Sah gerade fast so aus. Ja, also ich finde, das läuft flüssig hier. Von wegen. PC erfüllt die Minimalanforderungen nicht. Kann ich jetzt gar nicht finden. Ja, okay, jetzt geht sie wieder sehr langsam, aber das liegt daran, dass wir überladen sind. Ja, sollte man Nvidia doch mal eine E-Mail schreiben. Warum? Weshalb? Vielleicht wissen die das gar nicht, dass so eine Fehlermeldung da kommt. Und wir können handeln. Zwar überladen, aber das ist die mit den Kleidern und wir gehen doch von vorne. So viel Zeit muss sein, die nehmen wir uns jetzt. Ach. Genau, das sind die Kleider und hier kriegen wir Kupfer rechts daneben und das sind die Kleider. Entschuldigung, ich glaube, ich habe was in deiner Größe. Wunderbar, wir gucken auch nur ganz schnell mal durch. Was du so hast. Großartig. Schauen mal ganz schnell, ob du irgendwas Brauchbares für uns dabei hast. Okay, das brauchen wir alles nicht. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Rotes Kleid, ja, das nehmen wir mal. Und schwarze Weste und Hose, nein. Verblasstes Visier, auch nein. Okay,
Das war's dann schon. Annehmen mit R und mit E bestätigen. Und raus hier. Okay, nicht so schnell, nicht so schnell. Wir wollten. Möchtest du ein bisschen handeln? Ja, Kupfer wäre noch schön. Handeln. Klar, ich schaue es mir an. Großartig. Auch hier mal ganz schnell durchgeguckt. Nur Kupfer interessiert uns hier. Und das sind ja die Sachen mit Lupe dahinter. Na, das war wohl nichts. Das war nichts. Okay, Öl nehmen wir aber auch noch mit, wenn wir hier finden. Ein bisschen Öl wäre doch ganz gut. Mikroskop. Wunderkleber. Was war das hier? Okay, alles nichts drin. Rattengift, Schreibmaschine. Nein. Spachtel. Auch nicht? Nein. Superkleber nochmal. Tafellöffel, Terpentin. Kein Kupfer. Das ist selten. Na gut, dann war's das. Und das war's dann auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.